Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Gott, ist Urlaub schön. So schön, dass ich mich gleich verschluck. Oh. Nein, also heute kann ich gleich sagen, es ist nicht früh um 8. Es ist Nachmittag 10 vor 3. Ich war heute schön chillig mit meiner Freundin frühstücken. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen rumgegammelt und dann habe ich mir gedacht, oh, ich mache jetzt mein Video. Eigentlich war mein Plan, dass ich die Sachen mit runternehme. Dass ich das hier so ein bisschen schön draußen macht, denn wie ihr seht, ist blauer Himmel, Sonnenschein, Wäsche hängt draußen, es läuft Wäschetest der zweite. Ja, mal schauen, ob ich am Sonntag schon berichten kann, wie es denn so läuft. Aber weiter geht's. Wir schnüffeln uns durch den Katalog. Heute meine beiden Lieblingskategorien, Festtage und Bäckerei. Und ich hoffe, dass das Wetter mir jetzt nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, dass ich die jetzt nämlich alle blöd finde. Deswegen hier gleich mal gucken, dass wir die auch alle haben. Ich habe die wieder hier in meinem Karton drin. Ich liebe ja die Festtage und ihr wisst ja mittlerweile, ich bin ja ein Bäckermädchen geworden. Und ja, ich bin halt einfach so, ja. Also ist alles schön zimtig, Plätzchenteig, Kuchenteig, süß, alles, was mein Herz begehrt. Gott, Urlaub ist so toll. Ich krieg mich gar nicht mehr ein, also ohne Scheiß. Urlaub ist, es ist so schön. Man kann seine Sachen machen, wann man möchte. Man hat nicht Zeitdruck, oh, ich muss jetzt da und da, muss ich bis dahin alles fertig haben, dann muss ich in die Arbeit und dann heim und oh. Ja, es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Und das Wetter dazu dann auch noch ist echt Bombe. Aber nichtsdestotrotz, wir beginnen hier mit Festtagen. Und zwar mit meinem Liebling von den Festtagen, mein zweiter Liebling. Mein erster Liebling, der kommt noch. Der Christmas Cottage. Oh, der ist... Also wer auf Zimt steht, ist mit Christmas Cottage echt gut bedient. Also das ist wirklich eine Zimtbombe. Und es sind auch noch andere Gewürze drin und auch Nelke. Und man riecht, wenn er warm ist, riecht man die Orange mit raus. Also richtig, richtig geil. Oh, der ist echt... Eine liebliche einladende Mischung aus spanischen Orangen, Himbeeren, Nelken und Gewürzen. Der Christmas Cottage, den habe ich mir auch schon bestellt. Dann haben wir den Cranberry and Tinsel. Also da, wenn man ranriecht, ist gleich präsent Tannennadeln. Und dann geht es so ein bisschen ins Fruchtige. Fruchtig, hölzern. Ja, und dann zum Nachgang bleibt es hölzern ein bisschen. Aromatische Preiselbeeren, sibirische Tannennadeln und Zedernholz glitzern und glänzen. In Cranberry and Tinsel. Dann haben wir drinnen den Icicle and Evergreen.
Der ist auch Eukalyptus, so Kiefern, Tannennadeln. Eine leichte Süße mit drin. Aber der ist halt richtig, richtig frisch. Kühler blauer Eukalyptus und Kiefernadeln mit Kristallzucker glasiert. Da, ta, 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 ta. Dann, wo ist er? Der Silverbats ist auch genau mein Fall. Oh, denn Pfefferminz. Pfefferminz. Ach, der ist. Aber ganz ehrlich, ich komme auf die Birne nicht klar. Also, ich rieche keine Birne. Ich kann machen, was ich will. Auch wenn er warm ist, ich rieche keine Birnen. Vielleicht riechen Winterbirnen anders. Ich habe keine Ahnung, aber ich rieche keine Birne. Ich rieche echt nur Pfefferminz und Vanille. Und es ist. Oh, der ist so geil. Pfefferminz ist auch absolut mein Ding Weihnachten. Kühle Pfefferminz-Zuckerstangen tanzen auf warmen, einladenden Winterbirnen, eingehüllt in einem samtweichen Mantel aus Karamell- und Vanillezucker. Also der ist jetzt nicht so wie der Peppermint Rush. Also der ist ja nur Pfefferminz. Also der geht echt in die süßliche Richtung. Also wer Pfefferminz mag, aber wem Peppermint Rush zu heftig ist, der sollte den Silverbells mal ausprobieren, denn der geht wirklich mehr ins Süße rein. Ich bin schon ganz froh. Also die Temperaturen draußen sind anscheinend noch nicht so schlimm. Dann haben wir den Sweet Orange Pomander. Also den, also er riecht jetzt so. Ist er irgendwie gar nicht verkehrt. Obwohl Gewürznelken drin sind. Weil mich würde mal interessieren, wenn der warm ist, ob da die Orange rauskommt. Oder ob das dann nur gewürznelkig ist, weil dann bin ich echt raus. Also ein würziger, zimtiger Duft, der auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen in die Kategorie hölzern geht. Aber ich glaube, vielleicht bestelle ich mir den mal. Prickelnde Gewürznelke und Zimtstange gesellen sich in einem schillernden Schauspiel zu süßer Orange. Ja, vielleicht tut die Orange den Zimt ein bisschen abwürgen. Dann haben wir den Tinselberry. Also da ist jetzt wieder, was ich damals gesagt habe bei dem Bring Back My Bar, es ist fast nicht möglich, einen anständigen Erdbeerduft zu kreieren. Also der richtig nach Erdbeer riecht. Bis dann der Strawberry Swirl aufgetaucht ist. Also das ist ja wirklich ein echter Erdbeerduft. Also die meisten Erdbeerdüfte, die ich kenne, sind wirklich, also da riechst du das Künstliche von vorne bis hinten. Und das kommt da auch ein bisschen raus. Also da muss ich sagen, da ist der Erdbeerduft echt nicht gut getroffen. Ich rieche ein bisschen Zimt. Also geht in die süßliche Richtung. Aber nee, das ist dann wieder so ein bisschen künstlich. Erdbeere und Preiselbeere werden für etwas extra Glanz in Zimt und süßen Zucker getaucht. Nee, nee, nee. Dann mein Liebling aus der Festtagskategorie, der Winterberry Apple Tea. Also ich bin ja da schon ein bisschen traurig, dass es da momentan kein Badesalz gibt und keine Handcreme gibt. Vielleicht kommt ja da mal wieder was.
Weil das war schon geil, vor allem die Handcreme. Wirklich 1:1 wie diese Glühweinbonbons, die es auf den Weihnachtsmärkten gibt. Oder auch wenn man so an diesen Ständen vorbeiläuft, dieser Geruch. Oh, einfach mega. Ich könnte auch am liebsten dran lecken. Wintertee erwärmt sich an Preiselbeeren, Apfel und Honig. Also ohne Scheiß, die sind so kleine und in so lila Folienpapier eingepackt. So riecht der. So riecht der, wie die schmecken. So, weiter geht's. Bäckerei. Blueberry Rush. Der ist sowas von fruchtig und sowas von blaubeerig. Richtig schön süßlich. Also der ist echt... Ich finde ihn so toll. Eine süße Woge reifer Heidelbeeren dominiert ein üppiges Bouquet von lebhaften Preiselbeeren, schwarzen Johannisbeeren und Granatapfel. Also ich rieche immer nur Blaubeeren. Dann war das ja mein Überraschungsduft. War das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Das war der andere. Aber der hat mich, glaube ich, letztes Jahr umgehauen. Der Hack in Amak. Also, echt selten, ne? Aber, da muss ich wieder ein bisschen, mit Fingernägeln ein bisschen aufpassen. Sonst kratze ich das Ding hier auf. Oh ja, das ist so ein, schon eine etwas dunklere, sage ich jetzt mal, Haselnussschokolade. Ja, kurz vorm Backen. Also der ist richtig geil. Den habe ich, glaube ich, auch bestellt. Machen Sie es sich gemütlich mit Schokolade, Haselnuss und Plätzchenteig. Ach, und ich gehöre ja echt zu der Kategorie, wenn ich Plätzchen backe. Ich fresse den halben Teig weg. Also, gerade bei Butterplätzchen ist das echt übel. Also, da muss ich mich dann echt schon zusammenreißen, ne? Und dann mir echt mal so selber auf die Finger kloppen und sagen, also, Eggmüllerin, jetzt reicht's mal, ne? Weil sonst kannst du gleich noch einen Teig ansetzen. Ich bin echt so ein Teigfresser. Also... Ich habe mich zwar noch nie getraut, es gibt ja diesen Teig zum Löffeln, zum Kaufen. Also da habe ich mich noch nicht reingetraut. Also das will ich auch irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht. Meine bessere Hälfte will heute oder morgen Pflaumenkuchen backen. Da könnt ihr mal dreimal raten, wer den Teig wieder frisst. Ich! Aber es gibt halt nichts Besseres. Es ist einfach. Und der, das hätte ich schon vorher dran geschnüffelt. Der hat mich auch letztes Jahr echt umgehauen. Der Marshmallow Mint Cocoa. Oh, der ist echt der Knaller. Der riecht wirklich 1:1 so wie die gibt es das Jahr über. Diese weiß-rosanen, wie sagt man da? Schokolinsen. So riecht der. Richtig geil. Im Wohnzimmer, wenn der Ofen wenn der Ofen brennt, auf die Couch, am besten noch mit einem Käffchen oder so und dann den Duft in die Lampe. Oh, mega. Was Besseres gibt's gar nicht. Oh, dieses Minzige und dann dieses... Dieses Schokoladige, das ist einfach, das ist so eine geile Kombi. Oh. Machen Sie es sich mit einer Tasse heiße Schokolade gemütlich. Die nehmen heiße Schokolade, ich nehme Kaffee. Während luftiger Marshmallow und Pfefferminze über einer reichen Schicht cremigen Kakao schweben. Oh, ja. Der war mein
absoluter Überraschungsduft. Ich glaube, der war vor 2 Jahren, wo die Mini-Lebkuchenlampe rausgekommen ist. Da habe ich mir den aus was für Gründen auch immer mitbestellt. Und da war ich, genau, da war ich etwas skeptisch gewesen, denn es ist Ingwer drin und Gewürzkuchen. Also es ist ja schon getrennt eine echt heikle Mischung. Mit Ingwer habe ich es ja von Haus aus nicht so. Und Gewürzkuchen, ja, viele Gewürze, viele fremde Gewürze. Aber in der Lampe ist, also ohne Scheiß, der hat sich so geil entwickelt. Und dann kommt, wenn er in der Lampe ist, wenn er geschmolzen ist, kommt dann so richtig geil noch ein Zimtduft mit raus. War ich schwer verliebt. War ich wirklich schwer verliebt. Also so im Kalten ist er jetzt nicht wirklich der Burner, aber in der Lampe ist der echte Knaller. Und zum Schluss natürlich unser Bestseller. Das Multitalent im Düftemischen, der Vanilla Bean Buttercream. Den habe ich auch schon bei dem einen oder anderen Duft mal mit reingeschmissen. Gut, das Einzige, wo es, glaube ich, nicht gepackt hat, war, ich weiß gar nicht, mit dem Muppets. Also den Muppets habe ich jetzt letztens weggeschmissen, die 6 Würfel, wo ich noch hatte, denn der geht gar nicht. Also das war wirklich der erste Duft, den ich weggeschmissen habe. Der riecht wirklich so wie ein richtig gutes Vanillearoma zum Backen. Oder man kann ja auch die Vanilleschoten kaufen. Wenn du die aufschneidest und dann mal hinriechst, ist der echt. Der ist total butterig, der ist total vanillig, der ist süß, der ist. Oh. Da kriegt man echt Bock auf Backen, ne? Ich sag's euch. Aber ich kann, ja wohl, natürlich könnte ich das jetzt bei 25 Grad anfangen, Plätzchen zu backen. Ich habe ja im August meine Snickerdoodle-Plätzchen auch gebacken. Das sind ja auch Plätzchen. Aber der ist echt so richtig die richtige Vanille, wenn ihr Vanilleeis esst. Und habt diese kleinen schwarzen Punkte drin, dann wisst ihr, dass dieses Eis mit echter Vanille gemacht wurde. Und so riecht es. Oh, Vanilleeis ist auch Gott. Vanilleeis geht auch immer. Vanille und Schoko. So. Jetzt habe ich Hunger. Verdammt. Das war's mit meinen 2 Lieblingskategorien aus dem Herbst-Winter-Katalog, Festtage und Bäckerei. Morgen kümmern wir uns um die Kategorie Frisch. Ja, da werden wir mal gucken. Da ist so der ein oder andere dabei, der echt gut ist, aber auch der ein oder andere, wo nicht so. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo. Ich freue mich immer über beides. Und dann sehen wir uns morgen wieder in aller Frische, vielleicht auch mal ein bisschen eher oder vielleicht mal so in der Mittagszeit oder Vormittag. Ich habe ja Urlaub, ich kann es mir ja einteilen. Ach Gott, schön. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mit meinen Hunden in den Garten, beziehungsweise die liegen schon im Garten. Ich geselle mich jetzt wieder dazu mit einem Tässchen Kaffee natürlich. Und ja, könnt ihr mal schauen, was meine Zutatenschublade macht. Meine Backzutatenschublade. Ich habe nämlich eine Backzutatenschublade. Das sind nur meine ganzen Utensilien drin, für wenn ich Plätzchen backe. Mal gucken, was die so hergibt. Vielleicht backe ich auch noch was. Hätte ich auch Bock drauf. In diesem Sinne, bis morgen. Habt einen wunderschönen Dienstag. Viel Sonne, viel blauer Himmel. Und keinen Regen wünsche ich euch. Und dann bis morgen. Macht's gut!